Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute steht er für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar heute auf dem PTR zum Patch 8.3. Und da wollte ich mir mit euch mal zusammen die Invasionen angucken, beziehungsweise Assault and Sot heißen die. Und die gibt es, so wie ich es bis jetzt sehe, in zwei Gebieten. Und zwar sieht man hier einmal unten, einmal hier in Pandaria und das seht ihr jetzt gerade nicht, einmal noch in Uldi, also sprich da, wo die titanischen Konstrukte sind. Nordend, komischerweise oben bei Uldur hätte man ja auch was machen können, da ist auf dem PTR noch nichts, aber vielleicht kommt ja noch was. Interessant, was ich bis jetzt entdeckt habe, ich bin hier schon mal ein bisschen drüber geflogen, habe mir das mal grob angeguckt, auch das Instanzportal ist hier und man hat noch was Zweites und zwar hier haben wir noch Vision of Ensorgtness, wenn man es hat, auch noch angucken. Ich muss sagen, ich habe auch noch nicht viel auf dem PTR gemacht und ich wollte einfach mal das Ganze mit euch zusammen einmal angucken und wer da Lust drauf hat, kann gerne dranbleiben. Und zwar fliegen wir jetzt erstmal so kurz über die Zone rüber und ihr seht schon, die Mobs, die hier drin sind, die sind jetzt alle auf 120 gescaled, beziehungsweise hier ist das Wetter ein bisschen dunkler und man hat auch die Zone an sich ein wenig geändert. Und zwar seht ihr, hier haben wir jetzt lauter 120er Mobs, so Anima-Wachen sind früher hier auch nicht rumgelaufen. Und ich habe auch vorhin schon beim Drüberfliegen entdeckt, hier ist ein großer Anima. Also ein Golem, der durch dieses Anima-Zeug angetrieben wird, kennt man vielleicht aus dem Thron des Donners, da gab es ja auch einen Boss. Und ja, da sind halt quasi jetzt so ein bisschen die Mogu aufgestockt worden und es sind auch relativ viele Diener der alten Götter bzw. von Enzot hier. Und zwar sind die im hinteren Bereich, hier sind quasi die Mogu eher noch vertreten. Leider ist auf dem deutschen Client die Map auf dem PTR noch nicht da, deswegen können wir uns die jetzt noch nicht angucken. Aber es wurde auch relativ viel wiederhergestellt, was durch Pandaria zerstört wurde. Hier ist übrigens der Raid-Eingang. Anscheinend switcht er immer, welche Zone aktiv ist, wie mir das gesagt wurde. Ich war jetzt auch vorhin schon drin, aber da kann man leider noch nicht sonderlich weit reingehen. Deswegen ist es jetzt an der Stelle noch relativ uninteressant. Wir werden jetzt einfach zusammen quasi diesen Assault einmal durchspielen, beziehungsweise uns vielleicht auch die Vision angucken und dementsprechend zusätzlich noch ein bisschen hier die Zone. Und ihr seht schon, hier wird es mehr Old God-Style mäßig. Man hat auch so fliegendes Gedöns oben. Das scheint von unten noch nicht ganz fertig programmiert zu sein. Zumindest kann man da durchgucken. Und ihr seht schon, hier geht es richtig los. Hier können wir auch mit Sachen interagieren. Jetzt probieren wir das mal. Und auch Mobs töten. Die Elite-Mobs haben relativ viel Life. Und ich muss... Oh, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt irgend so einen Dude hier rausgeholt aus seinem Gefängnis. Okay. Aber Punkt... Ah doch, ich habe ein paar Punkte dazu gekriegt. Also Ziel ist es quasi hier einmal den Balken zu füllen. Das dürfte man ja schon aus verschiedenen Sachen kennen. Und ich habe jetzt gerade auch Manifestation... manifestierte Vision bekommen. Und das brauchen wir. Und 100 von dem Zeug können wir quasi kombinieren. Und ich schätze, dass das die Ressource ist, um in SW oder in Orgrimmar diese Szenarien zu spielen, die man alleine oder auch dementsprechend in der Gruppe machen kann. Und hier gibt es verschiedene Sachen, mit denen man interagieren kann. Mobs zum Umklopfen. Und ihr seht hier aus Siege of Orgrimmar, kennt das vielleicht schon der eine oder andere, man kann hier auch quasi reingehen, nach unten durch. Und hinten gibt es auch einen größeren Boss von der anderen Seite. Wie man da hinkommt, weiß ich noch nicht genau. Wir können uns das jetzt einmal kurz angucken. Ich war vorhin gerade, wo ich schon mal so grob drüber geflogen bin, einmal drin. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen, ist es so, dass da hinten ein Haufen böse Augen auf uns warten. Und da bin ich vorhin nicht dran vorbeigekommen. Und dahinter ist ein Boss, aber da war ein Spieler. Also heißt, da muss man irgendwie durchkommen. Ja? Zumindest vermute ich das. Schade, dass die Map noch nicht da ist. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Da seht ihr diese Augen, die besagten. Und dahinter habe ich so einen großen Boss gesehen. Bloß bin ich da leider nicht hingekommen, weil diese Augen bzw. diese Sternenarchitektur, die blockt das so ein bisschen, dass man da leider nicht durchkommt. Jetzt können wir mal gucken. Ja, hier so ein Mob hat 400k, die kleinen nicht ganz so viel. Wir können auch mal ein paar umboxen. Ich habe jetzt hier mein Interface auch schon mal so ein bisschen eingerichtet, dass ich zumindest... Warte mal, kann ich die Nameplates... Ah, ich kann die Nameplates noch anzeigen. Also die sind wahrscheinlich ein Ticken stärker als normale Mobs, die so rumlaufen. Ihr seht, man kriegt hier so einen Haufen Debuffs drauf, was schon recht ärgerlich ist. Und vorher habe ich einfach nur versucht durchzurennen und ich wurde relativ schnell lang gemacht tatsächlich von den Mobs, weil sie mir 5 Millionen Debuffs alle drauf gehauen haben, wenn man sie zusammenzieht, beziehungsweise einfach durchrennen will. Und hier hinten, da seht ihr den Boss, ne? Da steht er. Jetzt wurde er auch gerade schon wieder angehittet. Anscheinend gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man diese Wand hier wegkriegen kann. Ich schätze mal, da muss man hier wahrscheinlich alle möglichen Sachen aufmachen und kommt dann vielleicht zu dem Boss. Aber der hat halt ein bisschen mehr Life. Wie ihr seht, ist der
bei ein bisschen über 2 Millionen Life, dann werde ich wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde ich ihn als Tank sogar down kriegen. Aber es wird zu lang dauern, deswegen machen wir das jetzt an der Stelle mal nicht. Vielleicht droppt er ja irgendwas Cooles, ne? Ich schätze mal, wenn man hier mit allen Sachen in dem Raum interagiert, wird man vielleicht durch diese Wand durchkommen. Aber das ist lediglich eine Mutmaßung von mir. Wir wollen jetzt einfach noch ein bisschen mehr angucken, beziehungsweise das hier fertig spielen. Ich habe auch vorne gesehen, gibt es auch ein paar Quests und die will ich mir natürlich auch nochmal angucken. Und dazu gehen wir jetzt mal wieder hoch. Interessant ist, dass ich, es gibt ja noch die andere Instanz, Schlacht um Ogrimmar, wo ja das hier auch ein Teil davon war. Und da habe ich tatsächlich den Eingang nicht mehr gefunden, da jetzt hier auch wieder einiges wiederhergestellt worden ist. Zum Beispiel ist ja mit, ja, mit der Befreiung von dem Herz von Yasharash ist es, glaube ich, ist ja hier auch einiges explodiert und dann konnte man ja erst unten quasi, wo vorher Wasser war, rein und dann war da der Instanzeingang zu Siege of Ogrimmar. Und jetzt ist es so, dass es ja diese Zone in zwei Stadien gibt. Einmal in dem Stadium, wo ich jetzt gerade bin, also sprich, wo die Old God-Viecher hier angreifen, beziehungsweise Enzot. Und dann in dem Unverdorbenen, wo es ganz normal aussieht. Und da sieht es tatsächlich fast wieder aus wie vorher. Und ihr seht, hier haben wir auch wieder Wasser und das Ding ist wieder aufgebaut. Und der Instanzeingang ist ja ursprünglich hier unten. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Ich bin am Überlegen, wie wir jetzt noch in diese alte Instanz reinkommen sollen, wenn das Ding hier zu ist. Ich habe jetzt auch hier schon ein bisschen rumgeguckt, aber noch keinen Weg gefunden, da reinzukommen. Also es ist mir noch ein Rätsel, sagen wir es mal so. Und hier haben wir auch wieder so ein fliegendes Ding. Von oben sieht schon ganz gut aus, von unten ist das irgendwie noch ein bisschen löchrig, das Ganze, ja. Und es gibt auch hier so Türme, also zumindest auf der Map werden so Türme angezeigt, wo man dann irgendwie rein kann. Da bin ich vorhin auch schon in so einer Höhle gelandet, da werden wir vielleicht auch nochmal reingucken. So, bevor wir jetzt aber weitere Sachen machen, nehmen wir da hinten die Quests an. Vielleicht sind die nämlich auch für, ihr seht, hier haben wir nämlich ein paar Daily-Quests. Und zwar haben wir jetzt hier einen Boss. Und der, Kill 6 Eyes of Emperor of the Welt, okay. Wir dürfen niemals verzweifeln. Also, wir müssen Augen töten. Das ist die erste Quest, was wir haben. Also, eine Daily sogar. Dann haben wir hier noch mehr Quests. Hier müssen wir 100 verderbte Andenken holen. Das nehmen wir auch mal an. Und was haben wir hier noch? Lernportale müssen wir läutern, okay. Also hier haben wir nämlich so ein Maul, da habe ich vorher eins angeklickt und bin dann in so einer Höhle gelandet. Das machen wir jetzt auch nochmal. So, ich lande in der Höhle und habe dann übelst viele Debuffs bekommen und war dann innerhalb von ein paar Sekunden down. Das sind nämlich, also die stacken dir nämlich so einen Scheiß hoch und das haut richtig raus, ne? So, ich habe sie gekillt. Stacke ich jetzt weiter hoch, obwohl ich die Mobs gekillt habe? Fuck, jetzt habe ich den nächsten geaddet. Shit. Also das Zeug haut richtig raus. Schau mal, es macht jetzt schon 26k Naturschaden die ganze Zeit. Also wenn man so diese Blubs pullt. Ich habe da irgendwie vorhin 4-5 Blubs gepullt und war innerhalb von ein paar Sekunden tot, ne? Und das als doch relativ gut equippter Tank, ne? Fuck, okay. Ah, ich krieg hier die ganze Zeit irgendwie Damage. Ah. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier für meine Quest sinnig ist. Auf jeden Fall schätze... Also... Das letzte Mal bin ich hier rausgekommen, nachdem ich quasi gestorben bin. Dann landet man automatisch wieder oben. Also das geht auf jeden Fall. Jetzt machen wir einfach mal hier den kompletten Laden clear. Also ich schätze mal, ne, ich musste diese Gentakel alle zerstören, beziehungsweise diese... Ich glaube, ich sollte die nicht zusammenziehen, ne? Wenn die mich alle hochstacken. Aber wir machen das jetzt einfach mal, dass es schneller geht. Mal wieder die Überschätzung am Start. So. Ja, komm, die cleave ich einfach tot, ne? Machen wir hier nur Dings an. Warte mal, 100.000 Schaden? What the fuck? Hier, alle 3 Sekunden 100.000... Warte mal, ich kann... Ach nee, wo habe ich mein... Das Bellen habe ich natürlich nicht rausgezogen. Oh, also das kann halt echt schnell in die Hose gehen. Habt ihr gesehen, das waren jetzt erst 6 Decks und ich krieg schon 100k Damage. Also vorhin bin ich halt hier rumgelaufen, wollte das erkunden. Hab innerhalb von ein paar Sekunden über 10 Stacks gehabt. Ich war so schnell tot. Ah, das machen wir jetzt noch. Also in der Mitte ist auch noch ein Teil. Ich weiß nicht, ob das das Rausport-Teil ist, aber ich clear das jetzt hier einfach mal und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ob das vielleicht auch eins von meinen Quest-Dingern ist. Ihr habt übrigens gesehen, da... Oh, ah. Ach, das war eine World-Quest? Ah, okay, das war eine World-Quest. Rayani heißt die Fraktion, wo ich jetzt neutral mit bin. Und, aber ich habe hier... Also World-Quest sehe ich jetzt hier auf der Map gar keine, ne? Interessant, aber es war anscheinend eine World Quest, die ich jetzt absolviert habe. Die wurde vielleicht auch noch nicht angezeigt.
Auf jeden Fall sehr interessant. Und hier haben wir jetzt nochmal so ein Flaggensymbol. Und ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen kann. Ist das hier irgendwas? Muss eigentlich genau hier sein. Aber anscheinend. Ach, warte mal. Da, ach, da sind Augen. Ah, warte mal. Ah, sind das die Augen, die ich hier bezwingen muss? Kann das sein? Schauen wir mal. Mal den Laser jetzt einfach so weg. Ah, die Augen, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ziehen. Ach, muss ich die rausziehen, die Augen? Ah, ja, gut, das kennen wir ja aus Nasjatar schon. Da hat man ja auch so. Tang muss man da rausziehen und hier muss ich Augen rausziehen. Interessant. Aber es hat mir auch wieder Fortschritt hier für meine Geschichte gebracht. Aber das sind auch nicht die Augen, die ich anscheinend brauche, ne? Für die Quest. Und was kriege ich denn für die Quest eigentlich als Belohnung? Ah, okay, also wir bekommen verderbtes Andenken und dieses Manifestationszeug, wo ich 100 kombinieren kann. Also. Ich habe schon gehört, dass es eine Währung gibt, wo ich für vorhin schon gemeint habe, die man kombinieren kann, diese Währung, und dann kann man dieses Szenario in SW oder in Orgrimmar als Hordler spielen. Ah, das war auch eine World Quest, habt ihr gesehen? Ah, okay, also anscheinend, vielleicht ist es auch nur auf dem deutschen Client so, werden mir die World Quests nicht richtig angezeigt, ne? Aber ich kann sie zumindest abschließen. Okay, und das ist jetzt ein Mob, den ich für eine Quest brauche. Lass den mal umboxen. Ich habe doch auch hier meinen Laser mit dran. Das ist vielleicht so ein Auge, was ich tatsächlich brauche. Schauen wir mal. Gehen wir da mal hinter. Aber ich bin schon bei 66%. Und hier ist anscheinend auch ein Ra. Okay, den können wir uns dann vielleicht auch nochmal angucken. Ich bin ja am Überlegen, was das da unten für ein Boss ist. Aber ich denke mal nicht, dass es ein World Boss ist, ne? Weil 2 Millionen Life wären Ticken zu wenig dafür. Oh, der hat jetzt schon ein paar Prozent gebracht. Jetzt sind wir auf 71. Okay, Loot hat er nur Gold dabei gehabt. Das ist enttäuschend. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwelche tollen Augen oder sowas. Nee, auch nicht. Okay. Wie viele kriegen wir? Na gut, hier kriegen wir jetzt nur diese Kiste. Gut. Was wir jetzt noch machen können... Achso, warte mal. Ich wollte diese anderen Quests noch annehmen, ne? Währung ist geöffnet. Ah, zumindest können wir uns das so auf der Map anzeigen lassen. Hier haben wir noch eine Quest. Jetzt kriegen wir von dem Pandan hier eine. Okay. Da müssen wir was umboxen. Ah, schau mal, das sind die Augen, die ich brauche. Also das ist wahrscheinlich clever, hier als erstes alle Quests anzunehmen und dann loszustiefeln und das Zeug zu machen. Weil ihr seht, ich bin mit der Bar jetzt schon relativ weit und habe meine Quest noch nicht erledigt. Aber ich denke mal, wir müssen auch nicht jede Quest hier machen. Ich glaube mal, das ist hier so ähnlich wie bei den Invasionen, dass man hier den Balken füllen muss und dann weiterkommt. Ich denke mal, die Quests sind nur dafür da, mehr von den Grundmaterialien zu sammeln. Gut, hier kriege ich eh nur Gold. Ach, da muss ich dieses Portal nehmen, ne? Das ist die Quest quasi für diese Vision. Die können wir uns danach auch noch angucken. Ah, nee, die... Ah, warte mal. Ah, okay, ich glaube, das ist dann die Geschichte, wo wir SW sehen. Dann machen wir das vielleicht in einem extra Video. Dann machen wir jetzt erstmal hier diese Geschichte fertig. Okay, was ich euch auch noch zeigen wollte, ich war da hinten auch noch... Warte mal, nehmen wir vielleicht hier nochmal ein, zwei Sachen mit, dann kommen wir noch ein Stück weiter. Ich glaube, das Druid kannst du hier fast alles anklicken. Hier diese Schreine, ne, die bringen einen einen Buff, so wie es auf der Timeless Isles auch schon ist. Vorhin habe ich Tempo gekriegt. Ja, hier, okay, der bringt immer Tempo anscheinend. Da hinten ist nämlich auch noch eine Höhle, wo Mobs drin sind, wo ich vorhin schon drin war und so einen riesen Old-God-Viech hatte. Das ist, wo ich so Statuen umdrehen musste. Aber dann war ich noch im Schlachtzug, weil ich vorhin versucht habe, in den Raid reinzugehen. Und dann ging das halt nicht so ganz. Mal gucken, ob wir das nochmal machen können. Jetzt fliegen wir einmal hier rein. Da sind auch relativ viele Mobs drin. Und das kennen wir ja auch schon hier aus Siege of Orgrimmar. Wo wir dann hier gegen den dritten und vierten Boss ist es, glaube ich, kämpfen. Also hier ist dann der dritte Boss und da hinten der vierte Boss. Und da war auch so ein riesengroßer Old-God-Viech drin gestanden. Oh, schau mal, hier ist ein Rare. Ah, da kämpft einer gegen den Rare, aber der wird den wahrscheinlich killen. Oh, warte mal, doch, der ist schon halb down. Vielleicht verreckt er ja. Und dann kann ich ihn den Rare klauen. Sollen wir mal gucken. Der ist ein Hexenmeister, ne? Ich hätte eigentlich die Mobs zu ihm hinziehen müssen, dass er verreckt. Ah, gut, der heilt sich wieder voll, ne? Der wird das halt schaffen. Ich hätte ganz gern gewusst, was der Rare droppt. Schau mal, die casten auch so einen Effekt auf einen, dass man
quasi betrunken oder nicht betrunken, sondern ertrinkt so rum. Ah, schade. Base, ich grüße dich. Ah ja, genau, okay, hier ist das Viech wieder, ne? Seht ihr das? Ein riesen Viech und dann muss man so Statuen umdrehen und dann kann man es quasi damit killen, so wie mir das scheint. Die müssen halt so gedreht werden, dass diese Lichtstrahlen dann zu der Konsole da hinten weiterkommen. Und den Raum kennen wir ja auch schon, ne? Aus Siege of Orgrimmar. Da ist dann der vierte Boss drin. Ich bin gerade überlegen, was war der vierte Boss in Siege of Orgrimmar eigentlich nochmal? War das nicht auch irgendwie so ein Old God Viech? Wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Das ist alles schon wieder so lang her, ne? Mist of Pandaria, Siege of Orgrimmar. Ja, genau. Schade, Stolz war das. Ja, richtig. Wusste ich's doch. Hust, hust. So, okay. Also, das Minispiel habe ich vorhin schon mal gemacht. Sind wir so falsch? Einmal müssen wir noch. Genau. So, jetzt Laser darüber, darüber. Und der müsste jetzt eigentlich zur letzten. Warum lasert er nicht zur letzten Konsole weiter? Hallo? Wahrscheinlich darfst du nicht. Du darfst ihn wahrscheinlich nicht pre-drehen. War ich schon zu voreilig oder buggt? Was ist mit dir? Ah, jetzt, okay. Jetzt ist quasi diese Konsole mit Energie versorgt. Jetzt können wir sie drücken. Ah, schau mal. Ah, jetzt muss ich den Boss töten. Ah, schau mal, dafür ist der Boss da. Jetzt haben wir das hier. Quelle der Verderbnis haben wir gekillt. Leute, die Verderbnis von Enzord. Okay, das erste haben wir abgeschlossen. Und. Ah, schau mal, da gibt es dann die Truhe. Wir müssen jetzt diesen Boss töten, den ich schon entdeckt habe. Interessant. Und der hat mir den Rare weggekillt. Mann, 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 Mann. Heißt, wir müssen jetzt zu dem Boss runter und dann kriegen wir unsere Kiste und dann gucken wir mal, was da drin ist. Beziehungsweise, jetzt schauen wir mal, wie viel ich schon von diesen komischen Essenzen habe. Ja, wo sind sie denn? Hier, 15. Na, nicht viel. Ich dachte, ich habe schon mehr von den Dingern. Na gut, okay. 100 Stück brauchen wir. Vielleicht müssen wir dann doch noch ein paar Quests machen, dass wir auf 100 kommen. Dass ich dann weiterschauen kann. Ich schätze mal, dass man die Vision, dass man das erste Mal kostenlos spielen kann und fürs zweite Mal dann Essenzen braucht, schätze ich mal. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, jetzt tun wir hier mal Shadow Melten. Und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder in diese Höhle rein, ne? Aber das wird mir da hinten jetzt angezeigt. Warte, nee, jetzt ist es hier. Vielleicht ist jetzt die Barrikade weg, wisst ihr? Dass man quasi erst einmal das Ding fertig spielen muss. Also ich glaube, das war der Typ, der da unten drin war, oder? What the fuck? Was ist das für ein? Hier ist ein Klaxi. Töten wir sie mal. Ah, okay, die Klaxi sind ja auch mit dabei. Oh, hast du das Mount gekriegt? GZ dir. Boxen wir den mal weg hier. Klaxi-Dude, was hat er hier für ein Buff? Unter dem Joch eines alten Gottes. Ah, okay. Also die Klaxi haben, glaube ich, nicht N'Zoth gedient, sondern hier Yasharaj, soweit ich das noch weiß. Aber ist ja alles dasselbe, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Barriere damit aufgehoben haben oder ob die immer noch da ist. Weil ich meine, irgendwie so ähnlich hieß der eine Dude, den ich da hinten gesehen habe, ne? Aber jetzt sehe ich gerade keine Augen. Ich glaube, das sieht gut aus. Wo haben wir. Helfen wir hier mal durch. Ich glaube, damit ist die Barriere aufgehoben. Ah, okay, da steht ein neuer World Boss. Das wusste ich nicht. Können wir ja mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe halt hier die Map, ne? Ist ein bisschen kacke bei mir. Aber ihr seht. Damit konnten wir die Augen aufheben. Jetzt schaue ich mal, ob wir eine Gruppe finden. Jetzt gehen wir einfach bei Benutzer definiert. Okay, da ist einfach gar nichts drin. Will. Okay. Rax. Da ist auch nichts drin, okay. Hier kann man aber auch keine Suche machen. Schauen wir mal, ob da irgendwas drin ist. Ich muss näher ran. Greifen jetzt einfach mal an, scheiß drauf. 2 Millionen live. Easy going. Lebt immer noch Ich da?
Keine Ahnung, ob der krass ist, ne? Aber ich habe jetzt keinen gefunden, der mir hier hilft. Jetzt muss ich den halt einfach so töten. Ich krieg da 2 Millionen Life runtergeklopft, oder? Sieht ganz gut aus. 80% haben wir schon mal. Aber gut, ich bin halt auch Tank, ne? Wahrscheinlich ist das eine Sache, die du vielleicht mit 2-3 Leuten oder 5 Leuten machen solltest. Und ich schätze mal, auf dem Live-Server wirst du hier campen und warten, bis du wieder dran bist, den umzuklopfen. Weil hier so viele Leute sein werden. Ja gut, also der Typ kann absolut gar nichts. Also bis jetzt zumindest nicht, ne? Sieht aus, so wie Mythrax. Warte mal, ich spiele die ganze Zeit mit Inka hier. Komm, dann können wir doch mal rein inkern. Und ich spiele mit Mama Egi, sehe ich gerade. Auf dem PTR habe ich ja keine Add-ons jetzt drauf, um das zu steuern. Was für ein Gear ich anlege, aber ich krieg den bestimmt auch mit Mama Egi tot. Ja gut, 2 Millionen sind jetzt auch nicht so viel. Ja, die Hordler kriegen da, glaube ich, keinen Credit für den. Gut, dass ich den jetzt weggepullt habe. Die haben da jetzt halt gewartet, ne, zu zweit und dachten sich, oh, warten wir lieber, bis noch einer kommt. Und ich hau den jetzt einfach alleine weg. Also, er hat mir jetzt noch keinen Punkt Schaden gemacht, weil er halt durch die Schilde nicht durchkommt. Das ist halt schon traurig. Ich habe halt hier, ne, heilender Schutz und meine Nullifikationsbarriere. Und er macht halt so wenig Schaden, dass er nicht mal durch meine Schilde durchkommt. Ganz ehrlich, da haben diese billigen Trash-Mobs vorher Non-Elite mehr Damage gedrückt mit ihren ganzen Debuffs als der Boss. Das ist, also irgendwie ist das Scaling nicht so ganz richtig, muss ich sagen. Da müssen sie vielleicht noch schrauben. Okay, den habe ich jetzt umgeboxt. Wird eigentlich ein Sound-Ding kommen, aber irgendwie kommt da nichts. So, und jetzt habe ich jetzt einfach die Kiste gekriegt, oder? Ja, ich habe einfach die Kiste gekriegt. Jetzt machen wir die Kiste auf. Was ist da drin? Jetzt haben wir nochmal 50 habe ich jetzt gekriegt. Okay. Hier, jetzt sind wir bei 65. Jetzt ist aber noch nicht ganz genug, so wie mir das scheint. Jetzt kann ich hier noch Quests machen. Und so Kisten und anderes Gedöns bringen ja immer was. Und ich glaube, die Mobs haben auch, glaube ich, schon 1-2 Dinger gedroppt. Also, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt auch noch das in Uldir offen. Ne? Also, da könnte ich jetzt auch noch was machen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wo die Quests sind. Und gucken da. Ich habe eine Quest hier noch offen. Und da haben wir natürlich dann auch noch ein paar Sachen zu machen. Okay, hier so Corruptor töten, Augen brauchen wir noch, dann gucken wir mal, was da hinten noch für eine Quest ist. Und dann schauen wir mal, was das mit diesem Vision-Ding ist. Achso, okay. Wir müssen 10 verderbte Andenken in der Vision sammeln, okay. Und was haben wir hier? Lernportal zerstört, das ist auch in der Vision, so wie mir scheint. Gut. Also die beiden Sachen müssen wir in der Vision machen. Ich habe jetzt 2 Quests hier. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen die normalen Quests jetzt hier noch fertig. Und dann machen wir die Vision in einem anderen Videoteil, dass wir das nicht so lange ziehen. Oh, da ist ein Rare noch. Und schauen uns mal die restliche... Ah, warte mal, das muss irgendwas Unterirdisches sein, oder? Weil hier ist jetzt niemand. Können wir da irgendwie unten rein? Nee, hier sind aber auch keine Höhlen, ne? Mich würde halt noch interessieren. Schau mal, hier ist auch nochmal so eine Flagge. Hier muss auch nochmal irgendwas sein. Vielleicht ist das unten im See drin. Schau mal, verschlingendes Maul. Ich glaube, das sind halt alles World Quests, die mir halt jetzt nicht angezeigt werden. Oh weia. Was ist eigentlich, wenn ich da drauf drücke? Da komme ich wieder raus. Okay. Und wenn ich da wieder drauf drücke, komme ich wieder rein. Okay, also das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein World-Quest-Ding sein. Schauen wir mal. Glaubt er, dass ich alle pullen kann, ohne dass ich verreck? Scheiße, ich krieg halt jetzt schon Damage ohne Ende. So, ich habe alle gepullt. Ne, eins haben wir noch. Ne, da hinten ist noch eins. Oh, fuck it. Jetzt kriege ich ihn jetzt schon 100k Damage, ne? Oh fuck, schau mal, wie ich runtergehe. Ich habe jetzt schon Woll gezogen. Eilon? Damage taken, 70% increased. Alter, was das reinrockt. Ich habe jetzt alle CDs gezogen. Alter, ich krieg jetzt wieder... Oh, scheiße. Also das sollte man als Non-Tank ganz sicher nicht machen. Das deckt sich alles nämlich hoch. Da kriegst du richtig... Ja, das mit der grünen Map ist ätzend, ne? Das ist halt PTR. Ich hätte auch mit dem englischen Client spielen sollen. Da siehst... Also, da sind die Maps meistens früher da. Die deutschen Maps... gibt's auf dem PTR meistens nicht, ja. Das ist das Problem. Deswegen musst du immer auf dem PTR ein bisschen gucken.
Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin gerade in Pandaria, aber auf dem PTR unterwegs, um hier ein bisschen ein paar Sachen zu testen. Oh, warte mal, was ist jetzt los? Jetzt fließt hier lauter Flüssigkeit rein. Das ist, glaube ich, nicht gut. Neue Kaiserin ist ein World Boss. Wisst ihr zufällig, wo der World Boss, wo der rumsteht? Dann würde ich mir die mal ganz gern angucken. Okay, also schau, das war auch wieder eine World Quest. Jetzt habe ich, was habe ich gekriegt? Azerith einfach nur. Ja, gut, okay. War auch keinen Ruf für die Fraktion, ne? What the fuck, was ist das hier? Ist das. Das ist einfach so ein Nebelzeug, okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, was die Mogus da hinten machen. Ach so, ja, genau. Genau. Das hier, hier kannst du so Pandarentussen anklicken. Das bringt wahrscheinlich auch wieder Prozente, ne? Aber das habe ich ja schon fertig. Hier sind auch wieder lauter so Flaggen. Das sind, ja gut, also ich würde sagen, halten wir uns nicht mehr mit diesen Flaggendingern auf. Das ist zu weit Oh. entfernt. Was ist jetzt los? Ah! Okay. Wegen dem Debuff? Oder bin ich jetzt in einer anderen. Ich Ich glaube, weil muss ich auf mal das Ding nachsehen. draufgeklickt habe, ne? Ah, hier sind Augen! Ah. Okay. Gibt das ein Achievement oder irgendwas? Oder muss ich in einer bestimmten Zeit bestimmt viele Augen. Ah, das ist der Strahl, der darf mich wahrscheinlich nicht erwischen. Aha. Ich weiß nicht, ob das ein Minigame ist oder ob das auch wieder eine World Quest ist, ne? Ich sehe blöderweise die World Quests nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd an der Stelle. Interessant. Das ist ähnlich wie dieses Dings verschließen, weißt du, diese Geysire in Nasjatar. Bloß musst du halt hier. Ah, das war eine World Quest, okay. Also es gibt hier anscheinend wirklich viele World Quests. Wie viele es sind, kann ich euch nicht sagen, weil wie gesagt, ich sehe es leider auf der Map nicht und auch, sie werden mir auch hier nicht angezeigt, ne? Also, das ist halt, ne? Ist halt PTR da. Wird halt noch viel getestet und noch viel im frühen Stand. Ist ja auch erst der erste PTR-Build. Okay, auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt schauen wir mal die eine Quest. Aber wo ist denn die? Muss ja hier, also die wird mir hier an. Halt, nee, da sind wir jetzt raus. Schau mal, da sieht mir so aus, wie das Tal normal aussieht. Jetzt, ne? Mit den Mogu. Wenn ich jetzt reinfliege. Zack, sind die Mogu weg und sind die anderen Mobs da. Ich schätze mal, das ist da unten in der Höhle drin, oder? Kann das sein? Vielleicht muss ich dann hier in diese Höhle rein, um die Quest zu. Ach, schau mal, da sitzt dran, denn. Ah! Da sitzt einfach Raden, ne? Hier. Der hat ein bisschen mehr Life. Ein friedlicher Exil-Stür. Ach, schau mal, da haben wir diese ganzen. Die sind jetzt mit uns verbündet. Oh, schau mal, was haben wir denn hier so alles? Nee, der verkauft uns. Sind wir jetzt nicht. Oh, der hat den Legendary-Umhang. Ja, gut, ne? Wenn du den nicht brauchst, nehmen wir den mit. Hier. Nice. Legendary-Umhang eingetütet. Der ist zwar auch nur 4,45. Was kann der? Verringert den Verlust geistiger Gesundheit aus allen Quellen um 5%. Ja, nehmen wir. Was haben wir hier? Echt, ja, so mächtigt mein Tuch. Mögen Nehmen wir die auch. Barbaren euch schützen. Können wir das. Was macht das? Mehr Item-Level, oder? Jetzt gucken wir mal. Hä? Was hat sich jetzt geändert? Jetzt steht da Rang 2 dran. Aber der ist halt dasselbe Item-Level wie vorher. Ach, see, nee, es sind 8% jetzt. Ah, cool. Mögen euch die Was ist das Wunden hier? bleiben. Ach, cool, da kannst du die Manifestationszeug kaufen. Ja, super, ich hätte die jetzt gefarmt. Was haben wir hier? Irgend so eine Lebt Kiste? in Frieden. Ah, 10.000 Andenken. Seid Nehme ich. gegrüßt. Ja, gut, hier im PTR kannst du halt alles kaufen, ne? Hier gibt's Legendary. Ah, nee, das sind die Essenzen. Okay. Kannst die ganzen Essenzen kaufen, aber die haben wir ja sowieso, glaube ich, hier, ne? Ah, nee, hä, jetzt sind sie weg. Oh, ich hatte die vorhin schon. Warum sind die jetzt weg? Na, super. Ja, natürlich kannst du die nur auf dem PTR kaufen, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar, Leute, dass du die nur auf dem PTR kaufen kannst. Aber interessant, dann kannst du die Vision halt so oft spielen, wie du willst. So, warte mal jetzt.
Aber die Quest habe ich nicht gefunden, ne? Also da drin war sie jetzt nicht. Wobei sie auf der Map angezeigt wird. Marshals of Madness ist die Quest. Die ist genau hier. Weißt du, was ich denke? Dass die schon Randen gibt, aber dass die halt buggt, ne? Schätze ich jetzt halt einfach mal, oder dass die noch nicht implementiert wurde. Ja, dass ich etwa sehe, wo die Quest ist. Ja, dann mache ich die Map halt nicht mehr auf. Ist ja gut, Leute. Okay. Aber die eine Quest kann ich jetzt schon mal abgeben gehen. Jetzt mache ich nur die kleine Map auf. Schaut mal das an. Die sehen geil aus. Ich glaube, so eine war auch im Dungeon Journal drin. Warte, nicht im Dungeon Journal, im Reittier Journal. Eine Wolkenschlange habe ich irgendwo gesehen. Ich habe mir mal grob die Dings angeguckt. Schau hier. Wobei die sahen irgendwie cooler aus da oben. Die sieht jetzt irgendwie gar nicht so geil aus. Die funkelt und blitzt nicht so cool. So, jetzt gehen wir da hinten noch die Quest ab. Und dann sind wir, denke ich mal, mit dem Assault soweit durch. Das meiste haben wir gesehen. Ich denke mal, da wird vielleicht noch ein bisschen was abgeändert. Vor allem auch mit den Worldquests, dass man die angezeigt bekommt und so. Aber prinzipiell ist ja relativ klar, wie es geht. Man spielt den Assault durch, macht die Leiste voll, haut den Boss um, kriegt dann diese Essenzen. Und so wie ich das verstanden habe, kannst du mit den Essenzen dann die Vision spielen. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Und da, das könnte ich die anderen Quests auch noch spielen, aber da muss ich halt irgendwelche Mobs einfach umboxen. Das bringt uns jetzt, glaube ich, keinen Mehrwert. Und dann kriegt man halt auch nur dieses Zeugel. Also das sind wiederholbare Quests. Und ich schätze mal, dass man die einmal pro, wenn dann pro Tag oder pro von dieser Invasion spielen kann. Achso, das ist die Andenken-Quest. Ah, okay, jetzt kriege ich noch mehr Manifestationszeug. Okay. Ja gut, dann sind wir jetzt soweit mit dem ersten Video durch. Und wenn ihr wollt, schaut da dann rein, wenn ich die Vision spiele. Die werde ich jetzt dann gleich im Anschluss machen. Dann machen wir nochmal ein eigenes Video. Gut, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.